Wer wird der CBA Ironman am Heumarkt in Wien? Bei der CBA. Da wird sich's entscheiden. Und wie ihr seht, liebe Fans, sind die 2 Meter hohen Stahlgitter um den Ring aufgestellt. Und Franzl Schumann, der bereits 2-mal an diesem Abend bei dieser Elimination Night im Ring war, tritt hier an gegen Cannonball Grizzly, den schwersten Wrestler bei der CBA in diesem Turnier. Und Franzl hat sich einiges vorgenommen, das sehen wir hier an seinen Aktionen. So, liebe Fans, zu diesen Gittern ist natürlich auch einiges zu sagen. Zu Franzl Schumann nicht mehr viel. Er ist der Lokalmatador, er ist der Liebling der Massen am Heumarkt. Er hat bewiesen, dass er in diesem Jahr ganz groß in Form ist, hat seinen Titel als CBA-Weltmeister im Mittelgewicht verteidigt und will jetzt natürlich noch eins drauflegen, will CBA Ironman werden, aber auch natürlich ein Cannonball Grizzly. Und dieser Cannonball Grizzly, der war bisher an diesem Abend nur in Anführungszeichen 2-mal im Ring. Franzl, nein, 1-mal im Ring und Franzl bereits 2-mal. Also, Franzl zum 3. Mal. Cannonball Grizzly zum 2. Mal. Und hier, meine Damen und Herren, ist die Besonderheit der CBA angesagt. Denn natürlich kennen viele von euch zu Hause ein Cage-Match. Wenn der Käfig aufgestellt wird bei den US-Ligen, bei der WCW und bei der WWF. Aber das sind ganz andere Käfige, die dort aufgestellt werden. Die werden direkt am Ring aufgestellt, also am Apron hochgezogen. Und das ist hier die Besonderheit bei der CBA. Die CBA stellt den Käfig oder die Stahlgitter außerhalb des Ringes in einem Abstand von circa 1,5 Meter auf. Und jetzt können natürlich außerhalb des Ringes auch noch die Aktionen gestartet werden. Die Referees auch hier nicht mit im Ring, sondern außerhalb des Ringes, aber innerhalb des Käfigs, damit sie einschreiten können, wenn es dann gesundheitsgefährdend wird. Und das soll es nicht sein. Ein Ringer jagt natürlich den anderen da und dort einmal in diesen Käfig rein. Und da gibt es Schrammen und dergleichen. Das ist auch ganz logisch. Und das soll natürlich andeuten, dass man seinen Gegner aus der Kondition bringen will, dass man ihn beeindrucken will, um ihn dann vielleicht im Ring zu besiegen. Also, wenn man so will, ist es ein Streetfight hinter Gittern, der hier stattfindet, mit einem erweiterten Reglement der CBA. Also, der Angriff am Boden ist zum Beispiel erlaubt, das Benutzen der Seile ist erlaubt und Faustschläge sind auch erlaubt. Und natürlich auch Aufgabegriffe, wie Franzl sie hier gerade angesetzt hat. So, das nur zum Reglement. Natürlich ist eine besondere Einstellung außerdem noch nötig, denn man muss ja das Timing anders ansetzen. Und hier diese berühmte Big Otto Roll, die wir vom Weltmeister Big Otto Wanz gewöhnt waren, mit diesen Rollen hat er ja teilweise seine Matches entschieden. Seine Kämpfe vorgewonnen, wenn man so will. Denn das waren Vorbereitungen für seinen Finishing-Move. Und Franzl scheint mir nun doch fertig zu sein. Und wie ich eingangs schon sagte, ist es nun mal so, dass der Franzl ja bereits 2-mal im Ring gestanden hat, demgemäß natürlich ausgepowert ist. Und vielleicht kann er seinen Fans diesen Sieg doch nicht schenken. Er hatte vorher gesagt, dass er diesen Sieg dem Schnitzelplatzl gönnt und widmet. Und Schnitzelplatzl ist ja sein Hauptsponsor. Franzl trägt ja auch die gelbe Jacke vom Schnitzelplatzl. Und Frau Platz selber kommt ja immer wieder zum Ring, um den Franzl anzufeuern. Ja, das nur nebenbei. Aber wir hoffen natürlich immer noch, dass der Franzl dieses Match gewinnen kann. Denn dann ist er natürlich der eiserne Kämpfer der CBA, und das ist schon was, das besagt etwas. Denn ein Mr. Fit Finlay hat diesen Titel gehabt und hat ihn noch über seinen Interkontinentaltitel gestellt. So, und da kommt Franzl wieder rein ins Match mit diesem Kick. Und jetzt wollte er einmal rüber über Cannonball Grizzly und der macht einen Slingshot daraus. Also Franzl mit der Kehle auf Seil und demgemäß natürlich schon wieder angeschlagen, das ist ganz logisch.
OW, sage ich da nur, im Augenblick taumelt er ziemlich durch die Gegend. Headmail, also Kopfzug, aber jetzt kann er gerade noch zur Seite gehen. Und Cannonball Grizzly trifft ihn nicht mit seinem Elbow Drop. Und Francis steht schon wieder oben und will jetzt natürlich kommen. In diesem Fall mit einer Flying Clothesline. Also immer noch genug Dampf hat der Francis, um solche Flying Actions zu zeigen. Wobei ich sagen muss, in diesem Fall ist er sie nicht gesprungen vom dritten Seil, also vom Top Rope, sondern vom zweiten Seil. Das besagt natürlich auch schon etwas über den Konditionszustand. Und jetzt ist es soweit, ja, ist es ja die Möglichkeit. Da wird dieser Finger, den sich der Franzl gebrochen hatte, der wird über die Gitter gezogen. Oh weh, das muss wehgetan haben. Das muss wehgetan haben. Und wenn der Cannonball Grizzly das jetzt gemerkt hat, dann könnte ich mir denken, dass er sich da eine Taktik aussucht, um wieder diesen Finger zu nehmen. Jawohl, er macht es auch sofort. Das ist auch ganz klar. Ganz, ganz logisch, Franzl klopft zweimal ab. Und wenn es dann dreimal ist, dann hat er aufgegeben. Oh, weh. Nein, nein, er will nicht. Er will nicht aufgeben. Franzl macht keinen Quatsch jetzt. Ja, liebe Fans, Wien 1 macht's möglich, dass ich schon wieder aufgeregt bin, trotzdem ich das alles schon mal gesehen habe. Und ihr wahrscheinlich auch, jedenfalls ein großer Teil von euch ist dabei gewesen. Wer nicht dabei war, der muss wieder dabei sein, wenn es dann in der nächsten Saison wieder heißt Wrestling in Wien. Und damit wieder die großen Stars der CWA aus Übersee und natürlich auch aus dem europäischen Raum nach Wien kommen zum CWA Catch Cup. Und wieder wird es der Time Memphis Catch Cup sein in der kommenden Saison. Mick McMeitel zählt außerhalb, wartet jetzt darauf, ob Franzl aufgibt oder nicht. Und Cannonball Grizzly ist natürlich wieder an den Arm bzw. an diesen Finger gegangen, den sich der Franzl gebrochen hat. Er hat eine Spezialmanschette für diesen Finger bekommen, einen Spezialgips, den er speziell für jeden Kampf immer wieder rübergibt über diesen Finger. Und Cannonball Grizzly hat die schwache Stelle erkannt. Und natürlich geht er immer wieder darauf. Der will genauso gewinnen, ist ja klar. Kopfzug wieder. Und Cannonball Grizzly kommt wieder mit einem Elbow Drop und Franzl kann wieder ausweichen. Und jetzt dieser DDT. Oh weh. Da wird er durcheinander gerüttelt, der Franz. Und jetzt geht der Cannonball Grizzly in die Ringecke, macht das Polster dort los. Franzl wird angezählt. Franzl versucht doch noch einmal wieder reinzukommen. Da kommt die Clothesline von Franzl. Und noch eine hinterher. Der wankt ja, der Cannonball Grizzly. Aber mit dem Dropkick hat Franzl ihn nicht erwischt. Und Cannonball Grizzly ihn aber auch nicht mit dem Splash. Meine Herren, ist das ein Kampf. Das ist ein Finale geworden. Und jetzt ist er trotzdem am Seil in der Ringecke. Und da ist das Polster nicht dran. Und natürlich Cannonball Grizzly wieder an den Finger. Und jetzt gibt der Franzl auf. Jetzt gibt er auf und er kann nicht mehr. Es geht einfach nicht mehr. Er hat aufgegeben. Franzl, du bist der amtierende CWA-Weltmeister im Mittelgewicht. Und wenn du dann nicht der Ironman bist, dann darf ich dir sagen und alle anderen dir auch sagen, es war ein super Match, es war ein super Kampf gegen Cannonball Grizzly. Aber Ironman der CWA ist Cannonball Grizzly.